Der Film Branded to Kill. Von Zeichen Suzuki aus dem Jahr 1967 gilt zu Recht als filmisches Meisterwerk. Doch die Studiobosse waren nicht begeistert, auch nicht das anspruchslose Massenpublikum. Suzuki landet auf der schwarzen Liste und hat dann lange keine Filme mehr gedreht. Es gefällt mir, dass es immer regnet, wenn der weibliche Charakter auf der Leinwand erscheint. Und das Nummer 1 so arbeitet, wie nur Nummer 1 arbeiten kann.